I'm curious, should I treat this like a game or serious? Cause it's making me insane. And it looks like there's something that you'd like to say, but somehow the words always get in the way. Weird. You keep yourself in hiding liars. I can't keep this up much longer, cause I just been waiting and waiting on you. But I think it's time that I made the first move. You know I've been doing some thinking. Baby, you and me can turn a little bit of nothing into something. Into something. And baby, look at me and tell me you don't feel a little bit of something. Serious, but I think I kinda like it. Cause I've just been waiting and waiting on you. But I think it's time that I made the first move. You know I've been doing some thinking. Baby, you and me can turn a little bit of nothing into something. Into something. Serious. Game on, game on. Should I treat this like a game of serious? Game on, game on. Should I treat this like a game of serious? Drop, but at least I'm alive.
Black leather gloves, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Like a crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really off the street. I'ma show you why you got it. Go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we by the slide. Hey, can't let this one slide, yeah. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch mein Video zum allerersten Ulmer Fest Dudebock angeschaut habt. Wie immer, bei meinen Event-Videos gibt es eine Danksagung. Ich versuche, dass die nicht zu lang ist, es wird eh nicht funktionieren. Und weil ich dieses Mal ja auch selber diesen Zugbock organisiert und mit involviert war, könnte es länger dauern. Aber bevor ich jetzt ewig um den heißen Brababawai herumlaber, fangen wir an. Also, die Musik, die ihr heute gehört habt, war der erste Teil, war ein Overwatch-Song von Black Griffin, seiner Schwester Zanna Brown und seinem Bruder Basic. Die haben einen echt coolen Song zusammen gemacht, der Something heißt. Und der zweite Song war von Rumi und CG5. Die haben einfach ein paar Songs wieder gemixt, was ich ganz cool fand. Wie immer, die Links zu den Originalsongs unten in der Beschreibung. Ich hoffe, ich bin nicht zu übersteuert, weil ich heute das erste Mal mit diesem DJI-Mikro in meinem First-Kopf aufnehme. Deshalb mal gucken, wie es klingt. Ich hoffe, es ist okay. Wenn nicht, dann tut's mir leid. So, dann als nächstes riesig großes Danke an die beiden Personen, die mir die Videoaufnahmen gemacht haben. Und zwar einmal Johanna und by the way, ja, es gibt Powerbanks, die man anschalten muss, damit sie funktionieren. Dazu noch mehr in den Outtakes nachher. Und danke an Cyber, der mir seine Aufnahmen auch zur Verfügung gestellt hat. Das war, glaube ich, wirklich fast die perfekte Anzahl an Aufnahmen. Ich musste ein paar wenige dann echt gegen Ende noch wegschmeißen, weil ich sonst nicht ganz mit der Musik hinkommen wäre. Aber ansonsten einfach so viele schöne Aufnahmen. Fettes, riesiges Danke, dass ihr gefilmt habt. Mega geil, danke. Dann vielen Dank, weil ich ja auch immer sehr gerne Bilder in meinen Videos benutze, an alle Leute, die Bilder gemacht haben. Und zwar die Photofirst sind Lukas, Severin, Bot 0686, komplizierter Name, Hiryu, den ich safe falsch ausspreche, Philipp, Giro und natürlich der absolute ehrenwerte Leggy Soundwave. Vielen Dank, dass ihr wieder so wunderschöne, tolle Bilder gemacht habt, dieses Video sehr aufgewertet haben. Links zu den Leuten, die es wollten, sind unten in der Beschreibung, dann könnt ihr die auch anklicken. Vielen Dank für eure Bilder, die waren mega hilfreich. Ja. Und dann als nächstes möchte ich mich für das Design bedanken, und zwar diese ganze Ulmer First Designsgeschichte, die Badges, die ihr gesehen habt, die Fahne, die ihr gesehen habt, das Ursprungsdesign ist von Twig gemacht worden und dann hat es Kwiatko, eine richtig gute Artistin aus der Ukraine, nochmal gezeichnet. Deshalb vielen riesiges Dank an Twig und Kwiatko, die richtig ein schön tolles Design für die Ulmer First gemacht haben. Fett, danke, ich habe euch mega hart lieb. So, dann möchte ich ein riesiges Danke aussprechen an FH2P, Freunde auf zwei Pfoten, die uns die Ulmer First sowohl finanziell als auch technisch unterstützt haben und uns bei dem Druck der tollen Badges geholfen haben. Ich wollte eigentlich eins anziehen und die Kamera halten, aber ich hab's vergessen. Und es hängt da hinten und ich glaube nicht, dass ich es mit meinen First-Poten jetzt da irgendwie herbekomme. Deshalb stell doch einfach vor, dass da wäre. Ah, warte, liegt da hinten? Warte, da komme ich hin. Moment, aua. Da. Ich hab's. Hängt noch an der Verwester-Badge. Aber man kann es, glaube ich, sehen, wenn ich es nicht runterwerfe. Ein Professional. Ja. Warte. Ich hab das. Ich kann das. Ich geh weg, Verwester. Ich muss unten zeigen. Ja, komm jetzt her, meine. 5 Jahre später. Ja.
geiles Design, geile Badge, Design von Trick, FHZP hat uns beim Druck geholfen, vielen, vielen Dank, ihr seid toll, Dankeschön. Ja, und natürlich auch ein riesiges Danke bei dem Suitwalk an alle Spotter und Spotterinnen, die geholfen haben, die Suitor mit Getränken zu versorgen, die Suitor mit Süßigkeiten zu versorgen, die Suitor einen zu blasen, wenn ihnen zu warm geworden ist. Vielen, vielen Dank an alle Spotter und Spotterinnen. Ohne euch und ohne alle Fotografen, Videoleute und die da überhaupt mithelfen, wäre ein Suitwalk nicht möglich. Deshalb geht viel, viel Fettliebe raus von mir. Danke an alle, die gespottet haben. Ihr seid toll. Ohne euch gäbe es kein Suitwalk. Dann möchte ich noch generell allen danken, die nach dem Suitwalk und nach dem Essen noch bei mir zu Hause meinen Geburtstag nachgefeiert haben, weil ich habe ja am 14. November Geburtstag. Am 18. war der Suitwalk. Rein zufällig in der gleichen Woche, wo ich Geburtstag habe natürlich. Und dann haben wir danach noch irgendwie in meinem Wohnzimmer mit über 20 Leuten gefeiert. Es war so eng, aber so lustig. Vielen, vielen Dank an jeden, der danach noch gekommen ist. War wunderschön. Und dann generell das allergrößte Danke geht raus an dieses absolut insane Ulmer First Team. Ich habe im August letztes Jahr gedacht, Alter, ich habe Bock, einen Suitwalk zu machen. Und habe eine Gruppe erstellt mit allen Leuten, wo ich mir halt vorgestellt habe, yo, die könnten mir irgendwie helfen, die haben organisatorisch was drauf, die haben technisch was drauf, die kennen sich im Fandom aus, die kennen sich in Ulm aus, diese Leute können mir helfen. In meinem Kopf war es, yo, lass mit den Leuten einen Suitwalk machen. Daraus hat sich jetzt ein quasi kleiner Mini-Verein entwickelt. Wir sind kein Verein, aber wir machen einfach so Events und lassen uns von anderen geilen Furry-Vereinen helfen. Und mit Design, mit Website, mit regelmäßigen Stammtischen, jetzt steht schon der nächste Zug in den Startlöchern, mit Medienauftritten, mit so vielen, mit einer eigenen Cloud, mit einem Minecraft-Server. Es ist so krass, Mann. Ey, als ich im Mai den Ulmer Stammtisch, den offiziellen Ulmer Stammtisch damals von CC und Riz und Phil übernommen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich da so eine riesige Sache mit Events und Website und was weiß ich alles draus entwickelt. Es helfen so viele, so tolle Menschen bei dieser ganzen Sache mit. Deshalb muss ich die jetzt einmal nochmal alle alphabetisch aufzählen, weil ich euch so unendlich dankbar bin, dass ihr mich so hart unterstützt, so schöne und geile Events in Ulm und Umgebung zu machen. Fettes, fettes, riesiges Danke an Ceci, an Cherry, an Finn, an Jaro, an Link, an Nikurazu, an Riz, an Soundwave, an Shisa, an Silvan, an Twig und jetzt neu seit Montag dabei auch an Draco. Ohne euch wären die Ulmer Fest nicht mal annähernd das, was sie sind. Das, was wir im letzten Jahr geschaffen haben, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumen können. Deshalb fucking danke. Ich habe euch alle so lieb und ich bin so hyped darauf, was wir die letzten Jahre noch alles machen werden. Ich freue mich und ich habe euch scheiße lieb. Ja, so, genug mit dem Scheiß-Kitsch. Der nächste Suitwalk in Ulm, der ist schon festgelegt, der ist am 20. April. Samstag, 20. April, schreibt euch in die Kalender, da ist der nächste Ulmer Suitwalk. Direkt für den Suitwalk startet am 9. März. Wir haben jetzt noch keine Uhrzeit, aber 9. März ist Rekstart. Alle Infos dazu werden auf jeden Fall auf ulmer-furs.de angegeben und natürlich in unserer Telegram-Gruppe von den Ulmer Furs. Die Telegram-Gruppe findet ihr auch auf der Website. Und dann gibt es am 30. März noch einen, voraussichtlich einen Kegelstammtisch hier in Ulm. Da kommen dann aber auch noch weitere Infos mit Reköffnung, wie gesagt. Alles dazu wird auf ulmer-first.de gepostet und in unsere Telegram-Gruppe. Kommt gerne vorbei. Ja. So. Dann, falls ihr diesen stinkenden Bärski mal sehen wollt, ich bin als nächstes auf den Events Karlsruhe Suitwalk am 10. Februar, vielleicht auf dem Heilbronner Suitwalk am 2. März, auf dem SSFD Safe am 23. März, auf dem Two Dance höchstwahrscheinlich 5. bis 6. April, vielleicht auf der Confuzzled in England und auf jeden Fall auf der Euroference in Hamburg. Das sind die nächsten Events, falls mich irgendjemand sehen wollen würde und umarmen würde. Ich bin da, um Umarmungen zu geben und euch lieb zu haben. Ja, stabile 10 Minuten, Endcard, würde ich sagen. Kann man machen.
Aber es war einfach wichtig, gerade also gerade den Umfeld nochmal Danke zu sagen. Das war mir das Wichtigste, habe ich das auch getan. Gut, man muss es ja nicht noch mehr in die Länge ziehen, weil wir haben noch einiges an lustigen Outtakes, die Johanna und Cyber fabriziert haben. Deshalb gönnt ihr euch jetzt vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, an alle, die beim Zutworken waren, an alle, die geholfen haben. Ich freue mich mega auf den nächsten. Und ja, ich bin fertig. Ich werde jetzt die Kamera umwerfen, weil es lustig ist. Und ja, tschüss. Ja, Outtakes. Hallo, Johanna. Was sagen Sie zum Zootwalk in Ulm? Ist sehr gut organisiert. Scheiße. Nein. Was sagen Sie, Paul? Ich bin auch dabei. Ich bin nicht dabei. Ja, Outtakes. Verdammt, ich habe die Nase nicht getroffen. Ja, Outtakes. Ja, Outtakes. Also Kio sagt, es gibt immer 10% Verlust und Lina will sich opfern. Lina, warum willst du dich opfern? Für die anderen. Was sagst du dazu? Sie kenne ich, die anderen nicht. Von daher, halt, nee, stopp, das war falsch. Ja, Outtakes. Was man mit der Post verschicken kann, wäre gut. Ich weiß, ich meine, ich mache das jetzt Action nur, damit nachher Sido 3 Minuten Aufnahme umsonst angucken muss, weil er dann gucken muss, ob vielleicht doch was Lustiges passiert ist. Glaubst du wirklich, dass das reicht? Für jetzt, bis wir unten sind? Kommt drauf an, wie schnell der Fahrstuhl ist. Werden wir sehen. Also ich hoffe, dass es mit dem Ton funktioniert. Sicher. 404. Weißt du, was lustig wäre? Ja, wir könnten das danach vertonen, das wäre lustig. Ja, wenn zu dem Punkt, ich weiß nicht, ob das mit dem Ton funktioniert, zum Glück der Ton eingeblendet wird. Oder ich meine, so macht man das doch. Man lässt seine Kameras immer laufen. Das geht, weil das steht schon vor, oder? Was stand schon vor, oder? Oh nein, ich habe, glaube ich, tatsächlich keinen Ton. Also das Mikro ist, glaube ich, nicht mehr verbunden, weil ich sehe das Mikrofonsymbol nicht mehr. Ah. Aber Sudo hat gesagt, die Kamera hat auch einer. Wahrscheinlich bin ich jetzt voll mit dem Finger drauf oder so. Du musst mal jetzt rausfinden. Das war zu wichtig. Ja, Outtakes! Hallo, wer sind Sie? Kio. Die Lasagne. Okay, und was machen Sie hier? Nicht schimmeln. Ich filme actually nur deine Schnauze, du bist einfach zu groß. Ich kann ja weiter weggehen. Ja, sag was Geistreiches. Haferkekse schmecken gut, wenn man statt Hafer Schokolade nimmt. Boom. Ja, Outtakes. Sag was Geistreiches. Was für ein Staubsauger. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Woo. Ja, Outtakes. Oh, du hast ein Würmchen. Ja, das ist Gilbert. Warte. Zeig Gilbert. Gilbert. Ja, Outtakes. Oh mein Gott, Fluffy, was haben Sie da bitte für ein wunderschönes Halstuch? Keine Ahnung. Von Pandotta. Oh mein Gott, wer sind diese und wo kann man sowas kaufen? Auf Twitter. Nee, stimmt nicht. Wir sind nur noch auf Blue Sky tatsächlich. Ja, Outtakes. Das ist Mini Sniffix. Sudo, was. Sudo. Hallo, ich bin Sudo. Wir haben hier Sudo Nummer 1 und wir haben Sudo Nummer 2. Nein. Wir haben Sudo Nummer A und wir haben Sudo Nummer Wa. Und ich bin Javen. Hä? Warum bist du Javen? Weil der ist nicht dabei. Oh. Und ich? Das ist aber schade. Und ich bin auch dabei. Hier Datenschutz. Wir scheißen voll auf Datenschutz. Ja, Outtakes! Bonsai, wie geht's dir? Ja, muss, ne? Sag was Geistreiches. Ja, ich bin der Bonsai, ich bin auch dabei. Geheime Sprachnachricht? Das ist ein Geheimnis. Wenn ich es verraten würde, wäre es kein Geheimnis mehr. Egal, es bleibt unter uns. Nö. Du bist scheiße. Ja, Outtakes! Scarlett, oh Mann! Jetzt wollte ich dich gerade loben, wie schön du das gemacht hast und dann hör so auf.
Scheiße! Scheiße! Ich muss weiter. Ja, Outtakes! Oh! Ja. Das ist, wie nennt man das so, so Inception-like? Ja. I try. Hey. Sogar, glaube ich, die gleiche, oder? Neu. Ja. Keine Ahnung, die ist von Studios, das ist meine. Ach so. Ja, Outtakes! Hier nicht parken. Ich glaube, das willst du nicht. Ich habe ein Fell gegessen. War er wenigstens lecker? Er war lecker. Wunderbar. Hi. Der hat wieder fotografiert. Ja, wir sind Fotografen. Ja, Outtakes! Kann man dich kaufen? Ich hab Black Week im Angebot. Woo! Woo! Ja, Outtakes! Ich wollte dich jetzt eigentlich gar nicht. Ist jetzt, ah, sie ist wieder geladen. Ja, 17%, es hebt so ein bisschen. Meine Damen und Herren, sehen Sie hier ein Kio, wie es trinkt. Ach, der trinkt. Ja, das ist gar... Ich habe nicht gecheckt, dass er was in der Hand hat. Ich trinke auch was. Schatz, mach was Lustiges. Nein, du verschluckst dich noch. Ich kann keine erste Hilfe leisten, weil ich bin unfähig. Hallo, guten Tag, was machen Sie hier? Oh, Sido hittet mich voll. Ich bin voll gehittet, ich wollte euch hier so belauschen. Belauschen, es gibt nichts zu sehen. Meins auch noch buben, mich auch noch buben. Ja, ich bub dich sofort. Ja, Outtakes! Lina, wie sie ungesunde Sachen macht. Was ist das für komische Sachen? Ich habe ungesunde gesagt. Ach, ist so. Oder gemeint zumindest. Ja, Outtakes! Kann man diesen Bonsai kaufen? Kommt drauf an, für wie viel du jetzt kaufen würdest. Ist Black Week gerade, musst ein gutes Angebot machen. Wenn du mal ein gutes Angebot machst, bin ich definitiv käuflich. Wenn du musst ein gutes Angebot machen. Sag erstmal, was du gibst. Nee, sag du zuerst. Schwierig, ich will mir jetzt nicht vor Kamera verhuren. Also ich könnte anbieten, das müsste man aber erst noch machen, Erstgeborenes. Oh, wäre das was? Was will die denn damit? Keine Ahnung, es gibt Rituale, da braucht man die, glaube ich. Echt? Ja, bestimmt. Man könnte es weiterverkaufen, ne? Das auch, ja. Es kommt jetzt auf die Lieferzeit von dem Erstgeborenen an. Ja, so Minimum 9 Monate. Es kommt drauf an, wie lange es dauert. Also wenn ich es jetzt bestelle, circa 9 Monate. Ja, aber Angabe ohne Gewehr. Ja. Ja, Outtakes. Ja, hallo. Ey, bin du. Und der ist so süß. Haro, du bist so süß, Mann. Brauchst du einen Strohhalm? Ja, brauche ich unbedingt. Commissioned alle bei Pandotte Industries. Qualität. Die sogar getrunken werden kann. Habe ich, danke. Die sogar was kann? Die sogar getrunken werden kann. Hä? Bitte sehr. Haro trinkt gerade. Ja. Ach so, aber er trinkt kein Pandotta-Produkt. Ja, Outtakes! Also, Studios, tut mir echt leid, dass jetzt ungefähr die Hälfte an Zeit fehlt. Ich habe mir echt Mühe gegeben, du hast mich echt gut gebrieft, aber du hast mir nicht gesagt, dass ich die scheiß Powerbank anschalten muss, weil es ist nicht normal, dass man zum Laden eine scheiß Powerbank anschalten muss. Anora, kannst du mir ganz kurz recht geben, bitte? Also, meine Powerbank muss man zumindest nicht anschalten. Sido, hast du es gehört? Also es ist echt nicht meine Schuld, Briefing 3 von 5 Sternen, weil du mir nicht gesagt hast, dass ich die Powerbank laden muss. Ja, Outtakes! Ich fühle mich jetzt echt dumm. Aber also, nein. Ihr seid schon auf meiner Seite, ja, ne? Ja, eigentlich schon. Also ich habe noch nie eine Powerbank gehabt, die ich anschalten musste. Ja, ich auch nicht. Ja, Outtakes! Na, no. Die ist relativ gering tatsächlich. Ja, Outtakes! Paro, ich habe eine wichtige Frage. Ja, bitte, frag. Muss man, um eine Powerbank zu benutzen, dass sie lädt, muss man die dafür einschalten? Das kommt auf die Powerbank drauf an. Manche, ja, das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte, aber danke dir. Bonsai, wenn man eine Powerbank benutzt, muss man die vorher einschalten? Ja. Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte, aber danke. Ich bin gar nicht jetzt noch vor. Ja, und dann lädt, ich steck das an und dann lädt es. Dann drückst du auf den Eingang. Nein, nein, nein. Wen können wir hier noch fragen? Galax, wenn man eine Powerbank benutzt, muss man die einschalten? Kommt auf die Powerbank an, würde ich sagen. Halt die Schnauze. Ich weiß deinen Namen gerade nicht mehr. Hydra. Hydra, wenn man eine Powerbank benutzt, muss man die einschalten? Ja.
Hey, was stimmt denn? Was habt ihr alle für Powerbanks? Nein, meine Powerbank kannst du einen ausschalten, aber musst du nicht. Nein, ich steck die ein und dann lädt die. Aber es kommt ja auf die Scheiße, Powerbank an. Ich habe auch Powerbanks, die muss man einschalten, manche muss man nicht. Und ich habe eine, die variiert. Also ich habe nur eine, die man einschalten muss. Okay, da habe ich jetzt eine andere Frage. Wenn ihr jetzt Südo wärt und ihr hättet mich heute beauftragt zu filmen und habt mir dann und hättet mir dann eine Powerbank mitgegeben, die man einschalten muss und ihr hättet mich mit der Technik ausführlich gebrieft, weil es ist euch ultra wichtig, dass es ultra tolle Videos nachher gibt, hättet ihr mir gesagt, dass man die Powerbank einschalten muss, damit sie lädt? Tatsächlich nicht, denn als ITler musst du davon ausgehen, dass jeder das versteht. Ich bin aber kein ITler. Ja, nee, ich weiß, aber wenn man selbst ITler ist, dann denkt man nicht dran, dass andere es nicht wissen. Mein Spaß. Aber also actually spricht es nicht für den ITler, weil der ITler ist doch dafür da, den... Ja, Outtakes! Einfach nicht auf Altila hören, bei denen läuft das halbe Zeug selber nicht. Das stimmt eigentlich. Mr. Steckdose. Bonsai, was sagst du? Also ich habe da wesentlich weniger technische Probleme wie andere. Einfach Streber. Einfach, so, ja, einfach den Einschalter. Bonsai ist ein Streber. Haben Sie schon einmal Streber probiert, das Gerät einzuschalten? Ja, die Antwort kam eben nicht. Bewiesen schlechter ITler. Ja, Outtakes. Also geht doch auf den Gehweg und nicht hier drüben auf die Straße. Ja, da darf man jetzt nicht so sein. Genug Abstand halten zum Rest vom Gehweg, dass man da laufen kann? Ich denke nicht. Jetzt hast du es. Okay, aber dann denke ich, dass das ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Ja, Outtakes! Johanna, ich habe eine Frage. Ja? Was ist deine Meinung zu einer Dönerpreisbremse? Ich weiß nicht, ich esse nicht so viel Döner. Ja, Outtakes! Südo, mach mal eine genervte Warteposition. Dreh dich mal in meine Richtung. Schatz, geh. Silvan, geh. Schatz, wir kommen nach. Willst du nicht noch rein? Du hast noch Platz, Kali.